Der Quest Day mit Makabaya und Gala Makabaya sowie das Halloween-Event für dieses Jahr wurden angekündigt. Es wird gruselig, nämlich am 19. Oktober mit einem Feldforschungstag. Beide Versionen wird es geben, Makabaya und die Gala-Form davon. Bei so einem Forschungstag werden 3 Stunden lang zwischen 14 und 17 Uhr bei jedem Stop oder so gut wie jedem Feldforschungen auftauchen, die man relativ einfach abfrühstücken kann und dort als Belohnung dann eben die genannten Pokémon, Makabaya oder Galamakabaya, mit einer enormen Shiny-Chance. Üblicherweise 1 zu 10, also wer da leer ausgeht, der hat vermutlich nur 3 Pokestops in seinem Dorf. Ein paar andere Pokémon werden auch in der Wildnis auftauchen, die sind einfach nur so nebenbei, keine erhöhte Shiny-Chance oder so. Aber vor allem Dragosso erinnert mich definitiv an Halloween, Zickzacks, Galar-Zickzacks, Zwirlicht, Schilterus. Diese 5 Pokémon wird es in der Wildnis geben. Und wer eben sich vielleicht ein paar Shiny-Chancen kaufen möchte, weil man unter anderem nicht viele Feldforschungen bei Stops erledigen kann, für, ich vergesse immer die Euro-Umrechnungen. Ich glaube, für 2,49 wird man sich eine befristete Forschung kaufen können. Und dort als Belohnung sehr viele Makabaya, Galamakabaya mit genau der Shiny Chance wie in herkömmlichen Feldforschungen. Nebenbei erwähnt habe ich noch 2 Tickets, für die ich mich bedanken muss und werde. Das mache ich noch an anderer Stelle. Avatar-Gegenstände. Ich hätte gedacht, die würde eher exklusiv bleiben. Die Lucario-Maske. Oder stand damals vielleicht in den News sogar schon dran, dass sie irgendwann mal im Shop verfügbar sein wird. Die gab es beim Mega Lucario Raid Day. Stimmt, ich habe eben nochmal nachgesehen, da stand einfach nur dran, man bekommt diesen Avatar-Artikel früher. Okay. Und viele andere Masken. Solgaleo, Makabaya, Festival Pikachu und Evoli, normales Pikachu, Zubiris, Banette. Das scheint wohl nun die Lösung für das Avatar-Update zu sein. Ganz viele Masken. Halloween steht vor der Tür. Startet? Naja, okay. Die Tür ist noch ein kleines bisschen entfernt, aber bald. Nämlich am 22. Oktober startet der erste Teil von diesem Spektakel. Und dort werden wir uns schon über Morpeko freuen dürfen. Sowie ein paar kleine Boni, die doppelten Bonbons beim Fangen, egal wie man trifft. Also auch mit automatischen Fanggeräten. Und eine erhöhte Chance auf XL-Bonbons, die gibt es nur, wenn man in die Kreise hineintrifft. Je besser, desto höher ist die Chance. Gut, großartig, einfach fabelhaft. Höher ist die Chance auch auf schillernde Pokémon, nämlich auf folgende: Nachtara im Raid und Zorua in der Wildnis. Zorua finde ich genial, bei Nachtara weiß ich nicht, wem Niantic hier das Geld aus der Tasche ziehen möchte, weil das ist ein ganz normales Nachtara, soweit ich das richtig sehe. Vielleicht das mit dem Schal oder irgendwie so, hätte ich mir gedacht, okay, da werden manche vielleicht einen Raid Pass ausgeben, aber Evoli Community Day und ich verschicke andauernd Shiny Evoli, weil ich die so in der Wildnis bekomme. Wieso gerade erhöhte Shiny Chance auf Nachtara? Vielleicht verstehe ich da irgendeine Anspielung nicht, aber okay, ja, hey, nimmt man, wieso nicht? Ja, Morpeko. Sehen wir uns mal dieses Pokémon noch ein bisschen an. Oh, kleiner Einschub hier von mir. Morpeko gibt es auch in herkömmlichen Feldforschungen, sowie in einer gratis befristeten Forschung. Ich werde hier nun sagen, nur in der Go-Kampfliga stimmt nicht, sondern auch Feldforschungen, vermutlich aber eine nervige Aufgabe. Aurarad, die besondere Attacke. Und je nach Form ändert die Attacke den Typ. Und in der Go-Kampfliga sowie gegen Team Go Rocket kann man die Form ändern, nämlich entweder die Pappsatt-Form oder die Kohldampf-Form. Bei jeder Anwendung steigt wohl der eigene Angriff garantiert um eine Stufe. Vielleicht später irgendwann mal auch in Arena- und Raid-Kämpfen möglich, dieser Formwandel. Hier steht dran, zu Beginn wird Morpeko nur Team Go Rocket und Go-Kampfliga. Apropos Go-Kampfliga, wer Morpeko haben möchte, dort bei den PvP-Belohnungen.
wird man Morpeko ausschließlich bekommen können, zumindest am Anfang. Und hier möchte Niantic ein kleines bisschen Geld verdienen, wenn ihr Kampfpässe oder Raidpässe dafür ausgibt. Den täglichen kann man nicht verwenden für die Premium-Belohnungen. Und dort ein Pokémon fangt, ist anscheinend die Chance auf ein Morpeko höher. Und was, wenn ich lieber ein legendäres hätte? Man kann Morpeko allerdings auch ohne Premium-Pass begegnen. Und nach dem Event ab Rang 16 wird es weiterhin die Möglichkeit dafür geben und auch weiterhin die erhöhte Wahrscheinlichkeit mit Premium-Pass. Ich könnte mir dann ehrlich gesagt schon vorstellen, dass es vielleicht für manche dann eine Bestrafung statt eine Belohnung ist, wenn man schon viele Morpeko hat, keine mehr benötigt, hätte man vielleicht lieber eben eine Chance auf so ein legendäres oder andere Pokémon und geht man dann mit Premium rein, tauchen vielleicht andauernd Morpeko auf. Ich weiß es nicht. Die wilden Pokémon passen natürlich auch alle zu Halloween. Ich meine so Zubat, Weberak, Kramurx, ja okay. Eventuell Zubiris für den Bonus-Sternenstaub, Absol auch mit von der Partie in Feldforschungen. Mega-Energie für sämtliche Pokémon, Gengar, Hundemon, Zubiris, Banette, Absol. Und apropos Gengar, ein neues Dynamax-Pokémon, nämlich Dynamax Nebulak im Raid verfügbar. Da werden sämtliche Kandidaten, die mal eine Giga-Dynamax-Form bekommen können, schon vorher veröffentlicht, dass man sie danach vermutlich nochmal melken kann. Man wird auch ordentlich Geld ausgeben können. Ein Ticket für $5 und ein weiteres für $2. Das teurere bietet sogar einen Bonus für das Event an. Nämlich werden dann die doppelten zu den dreifachen Fangbonbons. Begegnungen mit Morpeko, Krypuk und ein paar Kostüm-Pokémon, die es noch gar nicht gibt, sondern wohl dann im zweiten Teil für alle auch verfügbar. Sowie ein Avatar-Item, je nachdem welchen Pfad man wählt, ein Morpeko-Einteiler im Pappsatt oder Kohldampfmuster. Ja, die dreifachen Bonbons kann man sich vielleicht schon schmecken lassen. Und die Forschung für $2 beinhaltet sehr viele alte Kostüm-Pokémon. Etwa Vulpix aus der Vergangenheit mit diesem Schal, dann Gengar mit dem Hexenhut oder so, Plinfarmstaat, Driftzepeli, Irbis und auch die neuen Froxy und Bouts. Und Finx geht leer aus, oder wie? Die schöne Halloween-Deko kehrt auch wieder zurück und wenn ihr mit Ton spielt, werdet ihr in etwa folgendem begegnen. Diu, 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 diu. Oder so, nur grob. Serviervorschlag, alle Angaben ohne Gewähr. Neue Avatar-Gegenstände im Shop ab Eventbeginn verfügbar. Da sieht man auch schon den Morpeko-Einteiler und eine Variante davon darf man sich eben per Ticket holen. Das andere könnte man sich kaufen oder ohne Ticket einfach beide kaufen. Sowie ein Halloween-Gewand und Fleckneul-Zylinder. Nun noch eine Maske drauf, dass man dieses Gesicht nicht sieht und Halloween kann starten. Ich bedanke mich immer fürs Zusehen.